Magische Ballettmomente. Eingefangen mit der Fotokamera. Der Schöpfer dieser Bilder, Silvano Ballone. Für mich ist Tanz einfach Lebensfreude und das versuche ich in den Fotos auch rüberzubringen. Also die emotionale Sache wie auch die dramatische Sachen oder die lebendige Sachen. Es hat also viele Facetten, die sehr interessant sind im Tanz. All diese Facetten hat er auch selbst erlebt, als Profi-Balletttänzer. Der Italiener ist in Zürich aufgewachsen. Für die Hamburger Kompanie unter John Neumeier tanzt er 11 Jahre lang, auch als Solist. Bis eine chronische Rückenverletzung ihn zum Aufhören zwingt, mit Ende 20. Doch statt in ein Loch zu fallen, widmet er sich beruflich nun ganz der Fotografie. Schon seit der Jugend auch ein großes Hobby von ihm. Seine Lieblingsmotive, Balletttänzer. Es ist ja nicht einfach, nach so vielen Jahren, wenn man tanzt, dann den Job so abzubrechen, also die Routine abzubrechen im körperlichen Bereich. Und für mich war das halt mit der Fotografie eine schöne Überbrückung sozusagen, da ich ja noch etwas mit dem Tanz zu tun habe und das mir auch ein bisschen erleichtert hat. Nicht so ein radikaler Abschnitt war für mich auf jeden Fall. Jetzt steht er neben der Bühne, fotografiert regelmäßig die Schüler des Hamburg Balletts und wie heute die jungen Profitänzer des Bundesjugendballetts. Ricardo, can you move, turn around? Yeah, can you do something for me? Wenn ich Backstage bin, dann bin ich ein bisschen mehr experimenteller. Ich kann mehr so mit Schatten und mehr mit Lichteffekten, also wenn das Licht hinter der Person durchdringt und so Sachen, kann ich dann mit dem auch mehr spielen. Deswegen ist Backstage ist es ein kleiner Kick mehr für mich. Während sich die Tänzer über die Bühne bewegen, hat sich Silvano Ballone in den Zuschauerraum gesetzt. Warten auf den richtigen Moment. Wenn ich den Tanz durch die Linse sehe, dann bin ich wie mitgerissen. Also ich tanze innerlich immer noch mit. Beim Tanz ist es immer so eine Sache von Timing. Und man weiß ganz genau, weil man diese Tanzschritte kennt, wo der Höhepunkt ist. Und das, weil ich es selber erlebt habe. Deswegen ist es für mich einfacher, diesen Moment einzufrieren, weil ich genau weiß, wo der Zeitpunkt ist, abzuklicken. Sein Lieblingsfoto. Hände sind für mich sinnlich, zärtlich, eine Extension eines Körpers. Wenn da die Energie durchfließt, dann ist eigentlich für mich die Energie auch vollkommen. Deswegen finde ich so Aufnahmen von Händen oder so Close-up, emotionale Bilder sehr stark. Auch die Tänzer wissen, was sie an ihm haben. Seine Bilder fangen wirklich ein, was ein Tänzer dem Publikum vermitteln will. Er macht nicht einfach nur schöne Aufnahmen mit schönem Hintergrund. Er fokussiert sich, zum Beispiel auf Gesichter, Hände, Beine, Füße. Außerdem haben seine Fotos eine tolle Qualität. Magische Momente eben.